So. Suppe ohne Geschmack trinken? Nur Wasser. Nur Wasser. Ich habe es nicht nötig, meine alten Sch... Was passiert, wenn ich das mache? Ich habe es nicht... Meine alten Sch... Okay, gut. Ich spare mir mal... Ein Kran mit Magnetkopf. Schick. Kühl. Ich spare mir mal... Okay, da kann ich auch nicht. Was? Kann ich jetzt zum Zaun aufgehen? Ich spare mir mal... Nee, also kann ich hier offenbar noch gar nichts, weil da kann ich nicht... Ich kann nicht dahin, wo mein Paradoxum-Zwilling rauskam. Okay, warte mal. Dann schauen wir doch erstmal. Gut. Das ist der Eingang zum als Dead oder die Zeit. Welcome to the candy shop. So, warte mal, ist das eins echt eins dieser Rätsel? Upsi. Hast du jetzt? Alter, Rufus, ich guck eine Sekunde nicht hin. Das hier gab's schon. Es blinkt jetzt aber. Doch, es blinkt immer noch was. Was, wenn ich Quersummen bilde? Okay, warte mal. Von wo ist der an eine Hebel hin? Ich meine, ich bin froh, dass mir das jetzt so, ne? Diese Lampen haben. Ich weiß. Sag das zu allen jetzt wahrscheinlich. Ich war hier als Kind. Ich bin ein bisschen langsam. Ich hab ihn. Genau, warte mal. Jetzt steht er auf geschmacklos. Ah, warte mal. Geschmacklose Zuckerwatte. Ich war als Kind. Ich bin ihm dann sicher. Ich muss binär denken. Und jetzt blinken die alle nicht. Außer die hier draußen. Die Musik ist auch nur geringfügig irgendwie creepy. Ich komm schon noch drauf. Es gibt ja literally nur noch die paar Möglichkeiten, also... So viele Optionen gibt's ja jetzt nun nicht. Okay, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Kann ich? Dieses Mosaik manchmal... Hier vielleicht? Der Stein könnte von hier sein, aber das Mosaik ist viel zu dreckig. Hier ist sogar noch mehr. Das habe ich gar nicht gesehen. Hier geht's auch noch weiter zum Fahrstuhl. Kiesel? Ein Stein. Fehlt nur noch das Getriebe. Wow, wie nett. Okay. Wischmopp. Und Seife. Und ein Eimer? Die Seife ist dreckig. Ha, was machst du jetzt, du aufgeblasener Hygieneklumpen? Man sollte immer einen Eimer in der Manteltasche haben. Okay, ich verstehe, glaube ich, schon in etwa, wohin das läuft. Also... Hier können wir was... Ganz blöder Gedanke. Nein, mein... Ich will gut aus... Kontrollen. R, U, F... Das war's nicht. Das vielleicht. Ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Die Zeit ist auf meiner Seite. Heute verlasse ich Deponia. Die Uhr ist stehen geblieben. Das ist mal eine Aussage. Die Uhr, aber auch das... Okay, soweit so schön. Also wir müssen offenbar irgendwie das Mosaik hier sauber machen. Würde ich jetzt schätzen. Denn... Gehen wir nochmal kurz hier hin. Wir spielen mal ein bisschen mit einer Tonne, würde ich mal sagen. Wasser muss nicht gewaschen werden, sollte man zumindest meinen. Bist du sicher?
Einmal mit Wasser. Hm, schaumig. Hm, einmal mit so... How about this? Ja Mensch, das war fast schon zu einfach, um wahr zu sein. Damit können wir doch jetzt mal das machen, was wir am liebsten machen. Nämlich sauber. Mein Gott, wenn Keso das hören könnte. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das tue. Ich hoffe, die Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus. Kaputt. Alles kaputt. Mist. Der Wischmob ist zerbrochen. Na, so ein Jammer aber auch. Das ist jetzt nur noch der... Das ist nur noch der Mobkopf. Ah, okay. Zapperlott. Der Stein hält nicht. Und nun? Das ist ja immer noch Schoschmann-Denken. Ich brauche mehr Licht. Ich brauche... Jetzt braucht der Herr auch noch mehr Licht. Alter. Die Frage ist ja... Warte mal. Mir hat noch eine andere Idee. Rufo... Warte mal, was? Kann ich dir echt... Das einzige Licht hier hinten. Aha. Hier gehört das schon mal nicht hin. Langsam fügt sich... Sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Ich habe immer noch einen Kiesel. Hm, das Geschoss habe ich. Fehlt nur noch die Schusswaffe. Jetzt willst du auch noch eine Schusswaffe bauen, du Psychopath? Alter. Schon gut. Ich habe begriffen, Rufus. Ich habe schon begriffen. Ich verstehe dich schon. Okay, warte mal. Hier war doch beim Candy Shop, war doch irgendwie was von wegen... Jetzt steht er auf Calzone. Schieb's dir mal rein. Man schmeckt nicht mal den Zucker. Das muss man erstmal hinkriegen. So, was ist mit Calzone? Mein Dad sagte immer, das Leben ist wie eine Calzone. In so heißt, dass du dich verbrennst? Nur wer gut kaut, bemerkt die Rattenzähne. Gourmet, ich hab mit Achievement dafür gekriegt. Was hab ich dafür mit Achievement gekriegt? Es sind alles Primzahlen. Was, wenn ich Quersummen bilde? Ich bin ganz ehrlich, das mit den Lampen habe ich noch nicht verstanden. Ah, Skyfox. Ja, ich habe es schon lange nicht mehr gehört. Ich habe mich eigentlich schon gefragt, wann das mal wieder der Fall ist. Ich kriege relativ regelmäßig... Jetzt steht er auf Phosphor. ...die Nachricht von wegen... Bist du der Shadow Soul von Ozu? Wer hat den... Hier steht, der Umfang des zu wattenden Stocks darf 2 mm nicht überschreiten. Das zu... Warte mal, habe ich den falschen Stock genommen? Ich habe den falschen Stock genommen. Das wird ja wohl irgendwas damit zu tun haben. Hey! Mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. Ich hatte so eine merkwürdige Vermutung. Das ist irgendwas damit... Ja, okay, geil, cool. Hier hat jemand was drauf. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Und jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Hier sind ja noch mehr Teile. Ach, kein Problem. Das habe ich im Nu zusammengepuzzelt. Ach, du Scheiße. Ach, du Kerge. Ach, du Kerge. Okay, ich kann die nicht drehen, ey. Ich kann sie drehen. Fuck. Ich kann die Scheiße drehen.
Das passt doch. Was willst du denn? Ach, das hat auch noch was mit den Mustern zu tun. Ah, so läuft der Hase. Okay, dann... Das Problem... Das Gute ist eigentlich, das macht es uns um einiges einfacher. Weil so können wir nämlich... Genau. Das meine ich. So können wir uns danach nämlich orientieren. So, das ist wie Puzzeln. Du fängst immer erst mit dem Äußeren an. Außer wenn du wie ich keinen Plan hast, dann machst du einfach, legst einfach los und hoffst aufs Beste. Okay. Wir brauchen jetzt also etwas, was... Nö. Achso, das ist der mit dem... Vielleicht der hier? Auch nicht. Der hier? Okay. So fein, so Schwein. Aha. Nö, that's not it. Wie soll da denn noch was reinpassen? Das scheint mir vom Winkel her so dünn. Und so unpassend. Oder auch nicht. Ich nehme alles zurück. Das Ganze war jetzt so auf den ersten Blick schwerer, als es aussah. Sagte er, obwohl er noch nicht fertig ist. Nö. Ich meine, ein bisschen dauern wird das noch. So viel ist man sicher. Nö. Ah, gut. So? Ja, so. Okay. Auch nicht. Schon mal das. Dann würde ich jetzt mal raten, dass das hier irgendwo ist. Oder? Oder auch nicht. Ist auch okay. Nehme ich auch hin. Nö. Da habe ich geraten. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Das hier? Nee. Das ist auf jeden Fall so ein Teil. Dann muss es das hier sein. Ja. Nö. Warte, hier. Doch nicht. Ab hier werden die Winkel jetzt echt fies. Oh, 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 hier. Das passt. Was jetzt den Rest... Nee, dann ist es das hier. Genau. Es muss hier irgendwo sein. Oder auch nicht. Das hier wahrscheinlich eher. Yes. Okay, jetzt ist nur die Frage. Hä? Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Echt jetzt? Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Geh rein, geh rein! Verdammtes Ding, du sollst...
Upsi. Und was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Dammit. Dammit. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Uff. Allerdings auch nicht besser als vorher. Echt jetzt? Eine Taschenlampe. Das System rebootet? Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Irgendwas Cooles. R-U-F-U-S. Rufus. Zum Fahrstuhl. Okay, warte mal, dann... Warte mal, was ist jetzt hier passiert? Ich habe immer noch leuchtendes Zeug, also man kann ja immer noch mal rumprobieren. Das Mosaik zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grilldonnerstag. Was ist, wenn wir das von der anderen Seite beleuchten? Nur mal aus Interesse. Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Da sind wir dabei. Sekunde mal. Das finde ich ja jetzt auch wieder geil, ne? Das muss ich mal ganz kurz erwähnen. Wisst ihr, jetzt habe ich ja die noch eine E-Mail geschrieben von wegen, ja Mensch, hallo, das ist der Falsche, ich habe mehrfach gesagt 2017, jetzt kriege ich schon wieder keine Antwort mehr. So, dann wollen wir doch mal. R-U-F-U. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus, ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Okay. Das war alles ein bisschen zu easy. So weit, so gut. Jetzt heißt es warten. Hm? Was ist das für ein Geräusch? Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Dum, dum, dum. Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Solltest du das? Halt. Notboot. Was für eine Schönheit. Stark, robust. Und bis auf ein paar Schrammen noch prima in Schuss. Ach ja, Spiegelungen im Fenster sind schon was Tolles. Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Ich war noch nie so nah dran. Du warst noch nie irgendwo einen Turm hochgekraxelt? In Elysium werden sie mich mit wehenden Fahnen begrüßen. Und Konfetti. Oh Junge, ich liebe Konfetti. Oh, Konfetti. Okay. Ja, warte mal, erstmal. Ich spare mir mein... Ja. Cool, eine Flagge. Kann ich jetzt alles Mögliche da ranhängen? Kann ich den Mob da ranhängen? Warte mal. Los, sei nützlich. Stures Ding. Wäre ja auch zu schön gewesen. Na, jetzt könnten wir da was Neues ranhängen. Das Problem ist, wir haben nichts. So viel, wie soll man...
so viel wie sonst. Wenn ich anfange meinen Kram. Wenn Ed 5. Ich brauche ich. Ey! Okay. Gut, so weit, so gut. Schnörkel. Oh, geil. Ein Schnörkel. Was passendes für meine Sammlung. Mir gefällt die Musik. Die ist echt ominös. So, okay. Wir haben jetzt also ein Schnörkel. Hä? Sapperlot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Klitus geschnappt. Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Röhrenamtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Oh, shit, fuck. Moment mal, dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber... Was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich habe nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknüpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Okay. Okay, können wir einfach hinterhergehen, like... Eine Sache, die mir generell mal einfällt, was ich vielleicht mal wieder machen sollte. Okay, ich sollte vielleicht mal speichern. Ja, wobei, hier vorne können wir auch überschreiben. Ja, okay, awesome. Ölige Frisur, hässliches Cape und steifer Kragen. Was findet Goal nur an diesem Lusch? Er sieht aus wie ein Power Ranger. Das Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Cletus! Rufus! Endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum, ich stehe dir gegenüber. Von wegen. Ich stehe dir... mindestens 3 Schritte mehr gegenüber. Glaub das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Uiuiuiuiui. Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum. Du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Nur, dass ich nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut?
Ja? Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir. Cletus, du musst von hässlich reden. Weißt du, du hast diesen absolut widerlichen Rüdiger-Kinnbart, ne? Also... Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Aber du plapperst mir doch alles nach. Nein, du mir. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Ach ja, haha? Grumbel. Grumbel. Der Deal steht also noch. Nur wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oder du deinen. Ladies first. Alter. Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen? Ich hab zuerst gefragt. Das ist bescheuert. Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja, ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia. Boom. Boom? Ja, boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar. Wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organ uns den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Und was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen. Wow, das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Was bin ich? Was ich hingegen nicht verstehe. Mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt. Warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten. Was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine... Was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja, schon, aber... Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie... Weiß nicht. Darauf leben und so. Guter Schön. Punkt. Das sind alles Idioten, die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden, wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber sprengen. Ja, sprengen. Abreißen. Einäschern. Vaporisieren. Eliminieren. Ausradieren. Alles weg. Ratzfatz. Puh. Oh, boy. Ich meine, mir ist es egal. Aber Goal wird das nicht gefallen. Tja. Da hast du nicht ganz unrecht. Goal hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Aber dafür ist vorgesorgt. Was ist das? Das ist eine Bewusstseinsdatasette. Genauer gesagt, ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Goals gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Inklusive aller Erinnerungen. Sieht aus wie eine Eieruhr. Vor dem Punkt, an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner warf. Sie wird nie erfahren... Was hier auf Deponia vorgefallen ist. Darf ich auch mal? Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Aber es funkelt. Guter Punkt. Ich meine, es funkelt, ne? Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen. Auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen und... Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen, würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen
Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Stinkt. Stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Mein was? Hier gibt es nur Müll. Mann. Anwesende eingeschlossen. Ich habe etwas Besseres verdient. Das bezweifle ich stark. Hier leben nur Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür. Aua. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche, die Spüle leckt, das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige Rufus, mach den Abwasch, geh arbeiten, räum mal auf. Checkt mal was, der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll, wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr wollt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich. Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal, wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Hm? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst Deponia tatsächlich zu hassen. Wie kommst du drauf? Ich gehe und hole Goal. Na endlich. Oh boy. Das könnte jetzt witzig werden. Kann ich jetzt hier überhaupt irgendwie... Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Hm. Nicht nötig. Das Passwort ist... Das einzige Licht hier hinten. Hm. Hm, das Geschoss habe ich. Fehlt nur noch die Schusswaffe. Wieso habe ich das Gefühl? Und wieder einmal... Nee. Wenn etwas auf die Flagge 5 brennende Feuer... Das ist ja... Wenn ich anfange, mein... Eine Schusswaffe. Warum habe ich die Taschenlampe erst jetzt gefunden? Ich hätte während der Mainbike-Fahrt Grimassen für Goal schneiden können. Ich brauche kein Licht im Inventar. Ich ordne alles nach einem unfehlbaren... Hey, wo ist mein Eimer? Ja, der Eimer. Weil der Eimer jetzt das Problem ist. Mein Katapult... Nur das... Das ist nicht, wenn... Wenn Äpfel... Hm... Gut, so viele Wege gibt's jetzt nicht. Ich kann nicht sehen, ob er voll ist. Und ich habe auch kein Streichholz, um den Grund auszuleuchten. Schade. Kann ich? Nein, mein Mantel hat schon genug Öl. Ich will gut aussehen, wenn ich... Hm. Nein, ich will... Hm, die Uhr ist stehen geblieben. Aber auch das wird mich nicht aufhalten. Sowieso nicht. Wer gern zu Haus mit Steinen wirft, sollte kein Glashaus mieten. Durchaus. Bringt mich aber auch nicht weiter. Hm. Das Codefeld für den Lift. Wir hatten so ein Ding auch mal an der Haustür, bis ich das Passwort rausgefunden habe. Eieieiei, Rufusch. Hm. Sieht aus wie eine Steinschleuder. Ja, der Schnörkel. Mein Katapult hatte eine ähnliche Form. Nur, dass Menschen reinpassten. Wenn ich anfange, meinen Kram... Wenn ich anfange, meinen... Und wieder einmal hat Function Form gnadenlos abge...
Oh, hier kommt gerade Wind rein. Oh, so gut. Wenn ich anfange... Ich meine, ich weiß, dass ich irgendwie das Licht kaputt machen soll, ne? Ich meine, ist ja nicht so schwer, ne? Ich kann die Organ... Das heißt, ich muss irgendwie das Licht kaputt machen. Normalerweise würde ich sagen, schmeiß einen Stein danach. Hm, da fehlt nur noch die Schusswaffe. Yeah, Ninja-Wurfstern-Action. Blöd nur, dass der Schnörkel die falsche Form hat. Aber vielleicht lässt sich was anderes daraus basteln. Wieso habe ich gerade das Gefühl, dass mir irgendwas richtig hart fehlt? Vielleicht würde wahrscheinlich... Sie schimmert lang. Hab ich jetzt einen leuchtenden Stock? Hat er schon vorher geleuchtet? Dieses Rätsel. Dieses. So, wie soll man sich da... Ich brauche keinen Ordner. Hey! Wenn etwas fünf... Ein Stein fehlt nur noch das Getriebe. Hm. Es ist an sich so simpel, ne? Es könnte alles so einfach sein. Ich brauche kein Licht im Inventar. Ich ordne... Ey. Ja, eben eine Art Faden. Welcher Teil ist das? Ich habe nicht mehr... Das ist der erste. Mr. Schellschnüffler. Das ist die Frage. Ah. Tödliche Schusswaffe. Check. Hä? Okay. Ich hinterfrag dich nicht mehr. Munition? Check. Ich hinterfrag... Ich habe schon gefragt, wie lange er das wohl macht. Doing. Alle Mann auf Gefechtsstation! Nur die Ruhe, Argus. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt bitte weitermachen. Kann ich jetzt einfach gehen? So nach Motto, bye bye. Bye bye and fuck you. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Ich kann die Jetzt ist es wieder nur... Hä? Nein, hier ist Hand... Nicht nötig. Das Passwort... Ich kann jetzt also nicht einfach an ihm vorbei. Weil die Pimmelbacke mich sehen würde. Moment mal. Mob. Den Mob können wir nicht wieder zusammenbauen. Warum auch? Sieht aus wie der Kratzkragen bei einem Hund. Oder der von Goals Verlobtem. Geht nicht. Er liegt direkt im Sichtfeld der Organons. Zeit für einen weiteren Geniestreich. Die Stange ist lang genug, aber ich brauche etwas, um den Schirm zu mir herzuziehen. Ja, Mensch. So wie ein Lampenschirm. Ich kann nicht mehr die Organ... Wie wär's mit Millennium Frisbee? Den Schirm habe ich mir schon geangelt. Dieses Rätsel zu lösen. Haha! Zusammen mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Kletes. Fehlt nur noch die schleimige Frisur. Upsi! Upsi! Meine Verkleidung ist fast fertig. Fehlt nur noch das Öl in den Haaren. Ah, ich verstehe. Ich kann nicht sehen und ich habe auch Schade. Nein, mein Mantel hat schon genug. Ich will gut.
Das wird noch cooler als meine alte Lampenschirmnummer. Noch nicht. Es fehlt noch ein ganz entscheidendes Element, damit wirklich alle auf mein raffiniertes Kostüm reinfallen. Dunkelheit. Darkness habe ich schon. Genial. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich 2 Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Ja, wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ja. Und? Wo ist sie? Ach, ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beeilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Jetzt soll ich wieder... Okay. Gehen wir nochmal hoch, ne? Noch nicht. Es dumm. Dumm. Das ist ja die Frage. Finger weg, verdammt. War ein bisschen zu einfach. Die könnte er sicher gut gebrauchen. Hältst. Das ist nicht Goal. Mein sicher? Fehler. Sicher? Ist das Goal? Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Ist das vielleicht Goal? Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Ist das Goal? Die Verkleidung ist perfekt. Einfach mal ein paar Sachen an den Flaggenmast hängen. Los, sei nützlich. Stures. Hier ist es hell genug. Morsecode nach Elysium. In Elysium werde ich diesen Kreml. Nope. Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesiealben. Nein. Schade. Ich gehe nach Jetzt gehen nur so langsam die Dings aus. Warum habe ich... Ich hätte während der Mainbike-Fahrt... Ich brauche dich Ort... Hey! Ich brauche dich... Hey! Dieses Rätsel... Cletus erst von rechts, dann von... Ach so, da war... Was für eine Schönheit. Stark, robust. Hat er noch mehr zu sagen? Ja, aber wir haben schon eigentlich alles mit ihm durchgehabt. Von wegen, ob der Deal noch steht und hassen ihr. Das hatten wir alles schon. Ich gehe nach N. Ich habe jetzt auch nichts, was ich hier ranhängen könnte. Die können Finger weg, verdammt. Ich habe aber nur einen Stock benutzt. Dieses Rät, dieses. Ja, dieses. Finger weg, verdammt. Hier gehen wir nochmal runter. Hier ist auch noch die Uhr und der Putzschrank. Ja, geil.
Ich behalte meine Sache, sonst kommt... Ich hasse solche Typen. Ich behalte meine... Sonst kommt... Ich hasse so... Da drin ist nur Öl. Hier ist es hell genug. Hier ist es hell genug. Fragt noch Marvin? Nochmal? Hä? Ich habe ihn doch gerade eben danach gefragt. Warum soll ich ihn denn nochmal danach fragen? Aber gut. Ihr habt ja meistens bessere Ideen als ich, also von daher. Da triggerst du noch was. Okay. Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Ah. Ah. Ich dachte einfach, es wäre dieselbe Option. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich andere Antworten kriege. Oder einen anderen Dialog. Die gibt bestimmt einen stylischen Untersetzer ab. Na hör mal, da ist das Bewusstsein meiner Verlobten drauf. Schon vergessen? Dann vielleicht einen Türstopper. Okay, der war nicht schlecht. Genau, denn es war ein Witz. Ohne die Datasette komme ich nicht an den Organons vorbei. Das ist ja wohl dein Problem. Hör mal, Rußschmutz. Rufus. Mir ist es doch egal, wer Gold zu mir bringt. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffen es die Organons mit Sicherheit. Aber Fuck. Ihr nehmt mich dann trotzdem noch mit, oder? Nö. Verzieh dich. Gol ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist ihr Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht dir gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat, ist das Implantat noch intakt? Ich glaub schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Gols Implantat werde ich Deponia nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Hier hast du die Datasette. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Ist das klar? Und gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Nee, ich glaube, es ist irgendwie nur die Tatsache, dass sie irgendwie so sein Rückfahrschein ist. Bingo. Speichern hier. Yes. So.